Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich bin's wieder, euer Dice, und wir spielen Prototype. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Mission jetzt zum dritten Mal neu anfangen müssen, weil mir einmal das Spiel abgekackt ist und einmal die Aufnahme versemmelt wurde. Ja, keine Ahnung warum. Wir werden es jetzt auf jeden Fall ein drittes Mal probieren. Wir müssen nach hier unten. Und bevor wir nach da unten gehen, werde ich mir schon mal die Fäuste rausholen. Die habe ich mir nämlich gekauft. Ja, ich habe ein bisschen ohne euch weitergespielt. Muss ich ganz ehrlich. Willst du mich verarschen? Och, nö, du. Das nur, weil ich die Fäuste schon draußen hatte. Ich war schneller. Fuck you. We know a few things about the outbreak. There are two genetic strains at work. I need samples from both types to be able to treat it. First, you're going to have to locate samples from infected water towers, and then collect samples from a full-blown hive. The water towers are prevalent in these areas. Get there, destroy them, and collect the material. Then head uptown and get the material from the hive. Whatever's happening here. This is only the beginning. Ja, nur der Anfang. I got the suspect nailed down, dispatch. Give my 20 Ach, falsche Richtung. Hui! Wir müssen wieder komplett durch den Central Park durch. Also dieses Gerenne hätte man auch netter gestalten können. Zum Beispiel einfach die Positionen von den Missionen ein bisschen klüger platzieren. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste das alles wirklich auf normalem Wege zu Fuß laufen, ich würde wahnsinnig werden. Ach, jetzt muss ich diese Mission schon wieder machen. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich so überhaupt nicht drauf freue. Denn die Mission ist einfach eigentlich nur umherlaufen und, ja, sich seines Lebens erfreuen. Und gelbe Bobbles einsammeln. So, das würde ich jetzt kurz so erklären. Diese Dinger sind kontaminiert und umso näher wir drankommen, umso mehr werden die aufgeladen. Und wenn sie platzen, kommen da Gegner raus. So, und das müssen wir jetzt so lange machen, bis oben die Leiste voll ist. Ich weiß, bisschen einfallslos, aber hey. Rums. Und weiter geht's. Aber ich glaube, mit den Fäusten müsste ich das ganz schnell hinkriegen. Gerade eben habe ich das alles mit den Klauen gemacht. Und ja, die haben halt doch ein bisschen weniger Bums dahinter im Moment noch. Aber dafür sind sie schneller. Was, da oben? Ach ja, da oben. So, zack. Und zack. Oh, dann sterben die ja da drinnen. Zack. So, schön alle aufsammeln. Das Militär ist auch schon wieder mit von der Partie. Keine Party ohne die, das ist klar. Oh. Hallo. Zack. Hey, das war's schon. Okay, also wenn man die wirklich komplett mit den Fäusten macht, geht die Mission dann doch ein bisschen schneller, habe ich gerade mal festgestellt. Naja, mal gucken, vielleicht geht das jetzt hier ja auch schneller. Wir müssen einfach da unten auch wieder noch mehr gelbe Bobbles einsammeln. Hui! Und möglichst genau das verhindern, dass das Militär diesen Hive zerstört. Zack und zack und zack, ja! Stirb! Ihr seht ja selbst, wie absolut einfach es mit den Fäusten gerade geht. Also die sind richtig brachial. Wenn auch, wie gesagt, langsam, aber brachial. Ja, und natürlich sind hier auch unsere lieben Hunter wieder mit von der Partie, die uns natürlich auch nicht in Ruhe lassen wollen. Aber von denen lassen wir uns jetzt gerade mal überhaupt nicht beeinflussen, denn wir müssen gelbe Bobbles sammeln. Hui!
Das Schöne ist, wenn Militär und Infektion aufeinandertreffen, die schnetzeln sich auch gegenseitig. Das heißt, ich habe nicht beide am Arsch. Also die halten sich stellenweise dann auch schon gegenseitig ein bisschen auf. Da ist wieder ein Panzer. Ah, wie ihr gerade gesehen habt, da waren drei Mutanten dran. Also da muss ich nicht viel machen, gerade bei den Panzern. Ich muss halt nur aufpassen, dass mich die Mutanten nicht treffen und möglichst das Militär auch nicht. Weil wenn die wirklich hier mit Granatenwerfern auf mich losgehen, dann liege ich auch öfters mal auf der Schnauze. So. Halt! Dich kann ich nochmal schnell konsumen, dann bist du schon mal weg. Das Militär müsste doch eigentlich merken, dass ich denen gerade mehr helfe wie alles andere. Aber nein, ey, du bist anders. Wir müssen dich töten. Bullshit, ey. Hui. Oh, wie geil, einfach mal den Raketen hier von denen ausweichen. Oh, das war jetzt nicht ausgewichen, das war jetzt voll ins Schwarze getroffen. Mission complete. Hey, in 6 Minuten, da habe ich beim letzten Mal länger für gebraucht. Okay. Jetzt kann ich auch hier mir nochmal die gleichen Upgrades kaufen wie gerade eben. Wir haben nämlich ganz viele neue Sachen. Ah, habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich ein bisschen so weitergespielt habe? Whip Fist Power? Okay. ja, ich habe ein paar Nebenmissionen ohne euch gemacht. Ich böser Junge, ich weiß. Aber, die wiederholen sich halt auch einfach nur. Es ist wirklich nur, töte Soldaten. Okay, spring dieses Haus hoch. Okay. Oder ich finde das unheimlich uninteressant. Ich weiß ja nicht, ihr habt ja nicht Bescheid gesagt, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Weil ich habe euch ja in dem einen Video darum gebeten, mir mal da eine kurze Auskunft drüber zu geben. Und ich habe keine bekommen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr es nicht sehen wollt. Autsch. Boah. Nee. Ja, ich verfalle immer in die Nee-Nee-Nee-Sprache, wenn ich gegen Mutanten am Kämpfen bin. Das ist einfach, weil die so unheimlich nervig sind. Ja, hier wird erklärt, dass Militär und... Hallo? Oh, okay. Auch da neue Animationen. Hier wird einfach nur erklärt, dass Militär und Infektion sich auch gerne gegenseitig mal bekämpfen. Nicht, dass wir das nicht schon wussten, ne? Ich meine, haben wir ja in der einen Mission gesehen, wo ich in dieser Militärbase drinne war und habe da einen auf Kammerjäger gemacht. Hui. So, dann gehen wir auch direkt mal schnell zur nächsten Mission. Das ging jetzt echt schneller, wie ich das erste Mal aufgenommen habe. War jetzt die Folge vorbei quasi. Hui. Naja, warum beschwere ich mich eigentlich drüber? Ich beschwere mich ja noch nicht mal wirklich. Oh, da unten ist wieder einer zum Konsum. Das sind zwei zum Konsum. Wo ist er? Da vorne. Welcher von denen ist es? Der ist es. Und zack. Hihihihihihi. Lecker. What is it we're looking at here? The future. As amazing as it seems, he can manipulate his body on the genetic level. The changes are instantaneous. Everything, even the clothing, is imitated. Tissue differentiated and transformed on the fly. I want it on a slab. I need to know what makes it tick. Warum wollt ihr mich alle erforschen? Was ist der große Deal dahinter? Ich meine, mein Gott, ich bin ein bisschen anders wie der Rest der Menschheit, aber hey! Das ist noch kein Grund, mich irgendwo auf den Seziertisch zu legen und aufzuschneiden. Und der Nächste! Du bist auch wieder ein Doktor? Sag mal, wie viele Doktoren gibt's denn hier? Codename Mother. Exhibits odd characteristics not consistent with DX1118 infection. Whether this represents a natural immunity or something more remains to be seen.
So, what does this mean to our research? We all agree she represents the best chance we have to crack the virus's defenses. Ah, da geht's um das Mädchen, was gesagt hat, sie wäre unsere Mutter. Hallo? Hallo? So. Hoi, hoi, hoi. Ach, da unten ist ja schon das Ding, wo wir hin müssen. Ach ja, komm. Get lost. Nein, dieser Geschäftsmann ist nicht gerade 3000 Kilometer von da oben runtergefallen. Ist er nicht. Gut, starten wir mal die Mission. Where are they landing? Southeast Manhattan, but the carrier, the USS Reagan, is supposed to remain off the southern coast. I wonder where those trucks are heading. Wherever they're going, I'll bet McMullen is there. He did this to me, and I'm gonna find out why. And then? Then I'm gonna make sure he never does it to anyone else. Ever again. Mhm. Gibt das wieder so eine Spionageaktion? Spionage. Oh, noch eine Zwischensequenz? Hm. Aha. Shit. This is a fortress. Someone here knows McMullen, and they'll tell me everything they know. Okay. Ich gehe erstmal hier runter. Boah. Okay. Erstmal den Konsum, dass ich wieder Military Outfit habe. Ja, ja, ja. Chillt mal. Ach, da unten sind ja diese Kreise. Oh, ja, stimmt. Da war was. So. Ach, Schnauze da hinten, ernsthaft. Jungs, er ist da hinten. Ah, verdammt. Ich glaube, ich tue jetzt hier lieber nicht hochspringen. Ah, guck mal da, ein Boppel. Hallo, Boppel. Hui. Ah, der ist es. He's in charge. He's the one I want. It's here somewhere. Burn it. Okay, den kriege ich nicht, ohne dass ich hier Aufmerksamkeit errege. Aber das macht doch gar nichts, glaube ich. We know Zeus has been spotted multiple times in this area, and we're breaking out some new tech to pin him down. This unmanned aerial vehicle can detect the virus at less than 10 parts per million in open air. With it, we should be able to box Zeus in and destroy it. Uh-oh. We gotta take them out before they find Dana. Ja, wo muss ich hin? Ach, da hinten. Ah ja, okay. Gehen wir mal dahin. Hui! Ach so. Those UAVs can detect where I am and where I've been. They'll pick out Dana's safe house and I can't let that happen. Rums. Jetzt ist eh egal. Kann ich die... Ah, ich kann die auch zerstören. Okay. Was war jetzt mal ein bisschen ungeschickt, weil ich ja eh schon erkannt wurde. So. Ach, meine Fresse. Hallo. Danke. So, zack. Was muss ich denn jetzt... Ach, den da hinten. Hui. Oh, der ist, glaube ich, schon nah dran, oder?
Ja, ey, du hast gerade den Passanten aber mal sowas von in die Birne geschossen. Militär. Pah. Ach, ganz da oben. Hui. Zack. Ach, da ist ja noch mehr. Du noch. Ach, die sind jetzt wieder unten. Nee, ihr seid aber nicht die, die ich haben will. Komm her. Oh, meine Fresse. Stirb. Mal ein Hinweis, was ich jetzt hier tun muss, wäre vielleicht echt cool. Ah, nach da hinten. Ich ignoriere jetzt einfach mal die Helis, die nerven mich. Hey! Und vor allen Dingen, warum sind die jetzt auf der Suche nach, wie heißt sie? Oh, ich habe den Namen vergessen, wie sie heißt. Da sind sie. Na komm. Ah. Fuck you. Junge. Okay, 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 okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. So. Ich glaube, ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Oh, die Panzer bringen gut Leben. Oh, meine Fresse. Leck mich doch am Ärmel, ey. Nimm ich halt dich, komm her. Typischer Fall von zur falschen Zeit am falschen Ort. So, jetzt aber. Hallo. Danke. Boah. Junge. Hui. So, fuck you. Ernsthaft. What the fuck? Hallo? Wie kriege ich denn das Ding jetzt wieder los? Ah. Ja, ja, kein Stress. Ich bin ja gleich wieder weg. Einfach mal Manhattan in Schutt und Asche legen. Ja, wer wünscht sich das nicht, ne? Was ist eigentlich dieses Krankensymbol da auf der Karte? Dieses Kreuz. Ich nenne es jetzt einfach mal Krankensymbol. Weil es so ein bisschen aussieht wie ein rotes Kreuz, nur in Blau. Aha, das war mal wieder ein super intelligenter Spruch. Au! Ein Panzer-Sandwich. Hui! Ah, da. Zack, zack, und... Ja, 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 ja. Lasst mich gerade mal hier noch meine Lebensbubbles einsammeln und dann können wir uns gerne mal darüber unterhalten, was ihr gefunden habt. Ihr habt nämlich gar nichts gefunden, das sage ich euch jetzt schon. Und wenn ihr was gefunden habt und ich komme da hinten an, ich muss die Folge ein bisschen länger machen. Tut mir leid, die Mission breche ich jetzt mittendrin nicht ab. Aber ich denke, da habt ihr nichts dagegen, oder? Warum kriege ich jetzt schon Operation Report? Hui! Na, komm her. So, dich hab ich. Da hinten sind meine Targets. Ich sehe halt nichts.
Zack. Junge! Stehen bleiben. Objective complete. Und jetzt? Nur noch nach hier vorne? Okay. Das habe ich doch gerade schon die ganze Zeit gemacht, oder? Sehe ich das jetzt ein bisschen falsch? Boah, das ist schon ein echt geiles Setting. Ich meine, guckt es euch mal an. Ich laufe hier einfach durch Manhattan. Okay, inwiefern Manhattan jetzt der Realität hier entspricht, kann ich natürlich nicht sagen. Ich war noch nicht in Manhattan. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen teuer dafür, dass es einfach nur so eine dusselige Stadt ist. Und ja, Manhattan ist teuer. Komm her. Ja, ja. Und weg ist er. Okay. Oh ne, dich wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Ach, der fliegt schon woanders hin. Oh, den brauche ich aber auch noch, sehe ich gerade. Kommst du runter? Kommst du freiwillig? Nein, kommst du nicht. Jetzt kommst du freiwillig. Halt, stehen geblieben. Dich will ich aber sowas von consume. Danke. Gut, auf zum nächsten. Hui. Das macht jetzt so langsam richtig Laune. Wenn es nicht um Mutanten geht, sondern nur um das stupide Militär, dann habe ich absolut überhaupt kein Problem damit. Ja, ja, ja. Komm, ihr hättet mich in 2 Sekunden eh erkannt. Stehen bleiben. Stehen bleiben oder ich prügel... Ah, ich prügel dich so oder so. Hui, jupp. Okay, letzter. Ich hoffe, letzter. Ja, dass die so weit auseinander sind. Hui. Ja, das mit dem Jump-Upgrade, was ich mir gerade eben noch gekauft habe, man merkt's. Und ich weiß ja nicht, wie weit das noch geht, aber, oh, da ist was zum Consume. Moment, ich komme gerade wieder. Ach, fuck you. Das ist ja schon das zweite Mal passiert. Sag jetzt nicht, da war die Straßenlaterne dazwischen. Da bin ich ja echt sauer. So. Dich und... Ich wollte doch gerade sagen, da ist noch einer. Ich glaube, gegentreten bringt bei denen echt mal gar nichts, lieber Alex. Mission complete! Sehr schön, sehr schön. Ja, 32.500 EP. Wow, fast 1 Milliarde Schaden beim Militär angerichtet. Okay. Okay. Everything was getting worse. There were outbreaks across the city. There were hunters now, thanks to Green. Blackwatch quarantined the island. It became clear to me that McMullen, Gentech's director of research, had linked us all together. He worked for Blackwatch. He had studied Green. Karen and I had worked for him, you know, before. He knew who I was and maybe what had happened to me. I thought, when I find McMullen, I find myself. Well, what did he tell you? McMullen? Lots of things. Some of them even true. Then? Well, then he died. Wie kalt er das gerade einfach gesagt hat. Oh, dann ist er halt gestorben. Ja, warum auch nicht. Okay, Tag 6. Heißt das, wir haben schon ein Drittel des Spiels durch?
Weil wenn das wirklich das Ende ist, was wir da die ganze Zeit in dieser Zwischensequenz sehen, dann ist nach 18 Tagen Schluss. Naja, aber für heute ist schon hier am Anfang von Tag 6 Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind gerne gesehen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen runter geben. Dann aber bitte mit der entsprechenden Begründung, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Bleibt anständig und bis dann.